Ein Fahrraddieb auf frischer Tat. Alle 2 Minuten passiert das in Deutschland. Die Polizei scheint machtlos. Der Fahrraddiebstahl wird hier keine große Priorität eingeräumt. Offensichtlich ist die Wertschätzung der Fahrräder bei der Polizei noch nicht so weit oben angekommen. Doch diese Fahnder sagen Radganoven den Kampf an. Razzia auf einem Hamburger Flohmarkt, auf der Suche nach verschwundenen Rädern. Wenn wir erkennen, das ist gestohlen, diese Seriennummer ist in der Fahndung, dann nehmen wir ihm das ab und dann müssen wir eventuell trotzdem wegen Hehlerei gegen sie ermitteln. Wie dreist sind die Diebe wirklich? Mit diesem präparierten Rad stellen wir ihnen eine Falle. Wir gucken mal, ob das Fahrrad auch wegkommt. Wird unser Lockvogel ein Fall für die Klaustatistik? Münster in Westfalen. Nirgendwo sonst in Deutschland werden so viele Räder gestohlen wie hier, gemessen an der Einwohnerzahl. Diese 2 Polizisten wollen das ändern. Vorbereitung auf einen besonderen Einsatz. Ja, wir fahren jetzt zu unserem schönen Ludgeriplatz. Dort werden wir ein paar Fahrradkontrollen durchführen. Dazu gehören Rahmenüberprüfungen, speziell die Rahmennummer. Die werden gecheckt, ob die vielleicht in unserem System einliegen oder ob derjenige, der auf dem Fahrrad da drauf sitzt, ob der auch dazugehört zu dem Fahrrad. Mehr als 5.400 Räder wurden hier im letzten Jahr geklaut. Damit ihre Stadt nicht weiter Negativschlagzeilen macht, steuern die 2 Beamten gezielt Stellen an, wo sie Diebe vermuten. 12.000 bis 15.000 Kilometer fährt jedes Mitglied der 9-köpfigen Radstaffel im Jahr. Jetzt soll es Langfingern an den Kragen gehen. Wir werden uns natürlich alle Fahrräder anschauen, aber vor allen Dingen, wenn man so sieht, dass das Fahrrad vielleicht nicht zum ganzen Besitzer passt. Also wenn ein Herr auf dem Damenfahrrad fährt oder aber mit Sportrad und keine sportlichen Kleidung anhat, das ist vielleicht ein Hinweis. Ansonsten, wenn man auch schon mal sieht, dass vielleicht am Schloss was aufgebrochen wurde, das sind alles so kleine Hinweise, woran man die Leute erkennen kann, die man anhalten und überprüfen möchte. Carsten, den ersten halte ich mal an. Gunnar Diederich schreitet zur Tat. Guten Tag. Einen Moment. Wir möchten eine Verkehrskontrolle durchführen. Bitte einmal rechts ranfahren. Sie haben ein relativ hochwertiges Fahrrad. Da wollen wir mal schauen, ob das auch Ihres ist. Ach so, ja. Weil in Münster werden ja viele Sachen gestohlen. Ich habe jetzt, das ist gemeldet oder so bei der Polizei. Ja. Wisst ihr denn, wo die Rahmennummer schon ist? Auf dem Kopf so? Nee, das wüsste ich nicht. Ja. Carsten, ich guck mal einmal. Wollen wir mal im Tretlager erstmal gucken? Gut. Schau mal einmal drunter. Für Radfahrer gibt es Angenehmeres als solch eine Überprüfung auf Herz und Nieren. Ja, ich finde jetzt diesen Generalverdacht gerade ein bisschen unangenehm. Also, dass mir jetzt eigentlich gerade indirekt vorgeworfen wird, dass ich das Fahrrad geklaut habe, obwohl ich eigentlich jetzt gerade hier durch die Stadt fahren möchte und eigentlich nach Hause kommen. Okay, ich komme mit einer Fahrradrahmennummer. Das ist einmal Cäsar 90, Cäsar 540. Die Nummer ist negativ. Ja, verstanden. Alles okay, leg dich ein. Alles klar. Super. Alles klar, gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ferdinand kann seine Fahrt fortsetzen. Auch wenn eher selten ein Delinquent ins Netz geht, bei einer Aufklärungsquote von 7% sind solche Kontrollen dringend nötig. Es geht auch darum, Präsenz zu zeigen und potenzielle Diebe abzuschrecken. Würden Sie bitte einmal anhalten? Ja. Wunderbar, schönen guten Tag. Essing von der Polizei. Ja. Wir führen Fahrradkontrollen durch. Haben Sie einen Schlüssel von dem Fahrradschloss? Ja. Würden Sie es mir einmal aufschließen oder zuschließen? Ja. So, wunderbar. Unten ist eine Fahrradrahmennummer, die würden wir gleich kurz einmal gerne überprüfen. Ja. Weil dann haben wir von der Polizei eine Chance, falls es mal geklaut wird. Ja. Und wir finden es bei einer Polizeikontrolle. Das ist mir schon ein, zwei Mal passiert. Sonst haben wir überhaupt keine Chance gegen Fahrraddiebstahl. Ja, ja, also ich habe es ja selber schon erlebt, dass mir wurden, glaube ich, im Laufe der Jahre 3 Fahrräder geklaut. Und teilweise auch so Bolzenschneider-Geschichten und so. Und deswegen schon nützlich auf jeden Fall, dass das hier gemacht wird. 9, 2, 6. Negativ. War alles negativ, aber wenn Sie mal Zeit haben, fahren Sie kurz an der Wache vorbei mit Ausweis, mit dem Fahrrad. Ja. Und ansonsten, ne, machen Sie noch einen schönen Nachmittag hier. Danke. Danke gleichfalls. Tschüss. Hamburg, das LKA 13. Ortstermin bei Deutschlands einziger Sonderkommission für Fahrraddiebstahl.
Leiter Frank Fürst und sein Team sind auf dem Weg an einen Ort, der der Öffentlichkeit bislang verwehrt ist. Es geht zu einer ausgedienten Tennishalle im Stadtteil Niendorf. Hier lagert das Ergebnis monatelanger Ermittlungen, denn den Beamten ist der bislang größte Schlag gegen die Fahrradmafia gelungen. In der riesigen Asservatenkammer lagern auf 5000 Quadratmetern Räder. Soweit das Auge reicht. Der erste Gedanke, wenn man so einen riesen Haufen an Fahrrädern sieht, da fragt man sich immer, wo kommt das alles her? Die Ermittlungsvorgänge, die wir haben, bestätigen, dass es sich um ein Hehlereigebiet handelt mit Im- und Exportbetrieben, die mit gestohlenen Rädern handeln. Seit dem Sensationsfund ist die Soko täglich 4 bis 5 Stunden damit beschäftigt, die Fahrräder in der Halle zu registrieren. Eile ist geboten. Schließlich sollen die gestohlenen Räder so schnell wie möglich zu ihren Besitzern zurück. Dazu gibt das 5-köpfige Team jedem einzelnen Rad eine Nummer und macht Fotos für eine Homepage der Polizei im Internet. Eine Sisyphus-Arbeit. Der Fund ist für die Beamten eine riesige Herausforderung. Also wenn man jetzt die Masse der Fahrräder hier sieht, die standen zunächst erst einmal nur in Reihe, ganz einfach. Und wir mussten uns dann Gedanken machen, wie gehen wir jetzt vor. Wir haben dann also praktisch die Räder katalogisiert, wir haben sie fotografiert, das mit Unterstützungskräften des LKA. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie machen wir es, wenn wir jetzt einen Besuchertermin anbieten. Das heißt also, die Sektoren haben wir dann noch einmal unterteilt und das haben nur wir als Arbeitsrate dann gemacht, in dem Sinne, dass immer so 20 Räder in einer kleinen Parzelle steht, sodass, wenn jetzt jemand kommt, ich habe mein Fahrrad im Internet wiederentdeckt, das hat die Nummer 400, dann kann ich ihn dann zu einer kleinen Parzelle schicken, wo nur 20 Räder sind. Und das ist dann einfacher, als wenn ich dann sage, so, geh mal da hinten gucken, da stehen 200 Fahrräder. Gut Ding braucht Weile, das weiß auch Yannick Kenser. Denn nicht immer ist eine direkte Zuordnung möglich, wie bei diesem Rad. Bei der Überprüfung achten wir auch auf solche Besonderheiten wie Aufkleber, die darauf schließen lassen, dass das Fahrrad registriert wurde. Bedeutet in dem Fall, ja, das Fahrrad ist registriert. Das bietet uns die Möglichkeit, anhand unserer Systeme vor Ort einmal zu überprüfen, ob das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Und zwar ist das dann der Schluss dafür, dass der Inhaber eine Individualnummer für sein Fahrrad hat, die hoffentlich auch bei Anzeigenerstattung gemeldet hat. Dann können wir sagen, ja, dieses Fahrrad wurde an diesem Datum entwendet und damit hätten wir dann die Hehlerei bewiesen. Polizeiobermeister Kenser hofft, dass die Abfrage der Rahmennummer über die zentrale Datenbank einen Treffer ergibt. Schließlich könnte man so ein sichergestelltes Rad eindeutig seinem ursprünglichen Besitzer zuordnen. Könnt ihr mitschreiben? Ja. 918-455-119. Was wird die Abfrage ergeben? Wir haben einen Fahndungstreffer. Kannst du zu den anderen Fahrrädern packen? Wieder ein Erfolg. Mehr als 130 Räder konnten die Beamten so schon zuordnen. Und doch ist es nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. 3 Wochen später, Anfang Juli. Die Soko Fahrrad hat inzwischen ihre Fotos von 1800 nicht identifizierten Rädern auf ihrer Homepage. Bei Frank Fürst sind schon hunderte Anfragen eingegangen. Er kommt mit der Bearbeitung kaum hinterher. Ja, schönen guten Tag. Fürst, mein Name ist LK13, die Arbeitsrate Fahrrad. Sie hatten uns eine E-Mail zukommen lassen bezüglich Ihres Fahrrades, was Sie bei uns in der Galerie entdeckt haben wollen. Sie müssten mal schauen zu Hause, ob Sie ein Foto besitzen von Ihrem Rad. Ist eh immer gut, wenn man sowas hat. Sie können natürlich auch, wenn Sie jetzt bestimmte individuelle Merkmale an Ihrem Fahrrad hatten, das könnten Sie dann auch noch benennen. Tschüss. Also die Resonanz war aus unserer Sicht bombastisch. 600 E-Mails haben wir circa in unserem Dienststellenpostfach sind eingegangen und circa 100 von den Bürgern, die uns dann angeschrieben haben, äußern, dass sie ihr Fahrrad wiedererkannt haben wollen. Ob das dann tatsächlich dann wirklich so ist, das werden dann die Recherchen zeigen. Aber die Resonanz ist für uns mega. Einen öffentlichen Besichtigungstermin für die Bürger gibt es, Stand heute, leider noch nicht. Derzeit muss nämlich noch die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Einspruch prüfen.
Den haben die verhafteten Hehler gegen die Beschlagnahme der Räder eingelegt. Bis das juristisch geklärt ist, könnten noch ein paar Monate vergehen. Berlin. Für Radfahrer ist die Hauptstadt ein heißes Pflaster. Im vergangenen Jahr wurden hier fast 35.000 Räder gestohlen. In absoluten Zahlen deutschlandweit Rekord. Weil die Aufklärungsrate nur 3,5% beträgt, rebellieren jetzt die Bürger. Alexandra Meyer und Dennis Petri wollen mit ihrer Initiative Volksentscheid Fahrrad der Polizei Dampf machen. Ich kenne ganz viele Leute, denen teure oder günstige Fahrräder geklaut werden. Es gibt ja verschiedene Arten von Fahrraddiebstahl, organisierten Gelegenheitsklau, Beschaffungskriminalität. All diese Strukturen müssten mal ordentlich aufgeklärt und untersucht werden. Dass es nicht geschieht, das liegt daran, dass dem Wert, den das Fahrradfahren für diese Stadt hat, nicht genügend Wertschätzung entgegengebracht wurde. Zusammen mit Alexandra Meyer wollen wir heute testen, wie schnell verschwindet in Berlin ein hochwertiges Rad. Wir machen heute einen Klautest. In Berlin werden ja täglich 90 Fahrräder geklaut und gucken mal, ob das Fahrrad auch wegkommt. Und womit wird das Rad repariert? Wir haben hier drin, das hängt auch hier hinten dran, im Rücklicht haben wir ein GPS. Und damit lässt sich das Fahrrad und eine App auf dem Handy verfolgen, sobald es irgendwie weggetragen wird oder sich so weit entfernt von dem Ausgangspunkt, wo ich es hingestellt habe. Man geht auf die App, ganz einfach. Ich muss das Fahrrad dann mit der App verbinden. Dann kann man auch sehen, wie der Alarmmodus ist. Dann leuchtet es auf. Ich kann mich entfernen und kriege eine Nachricht, dass das Fahrrad von jemand anders bewegt wurde. Um dann zu zeigen, dass es meins ist, kann ich auf Finden gehen. Und dann leuchtet es auf, wenn derjenige sagt, nee, das ist aber nicht dein Fahrrad. Und ich kann auch ganz normal das Licht als Dauerlicht benutzen. Okay, und abgeschlossen wird das Fahrrad? Ja, abgeschlossen wird das Fahrrad schon. Ein kleines Schloss, weil wir wollen es den Dieben ja auch nicht zu einfach machen. An öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen werden in Berlin die meisten Räder gestohlen. Wegen des Regenwetters entscheidet sich Alexandra Meyer, das 500 Euro teure Damenrad am Alexanderplatz unter einem Vordach abzustellen. Gut sichtbar für alle. Vor den Augen vieler Passanten schließt sie es nun mitten in der Fußgängerzone ab. Was wird geschehen? Kurz nach 17 Uhr. Unser Test beginnt. Wir legen uns auf die Lauer. Wird unser präpariertes Rad Diebe anlocken? Und werden sie zuschlagen? Währenddessen in Berlin-Neukölln. Hier treffen wir uns mit Dennis Petri. Er will uns zeigen, wo gestohlene Räder verhökert werden. Die Cottbuser Brücke ist seit längerem bekannt als auch als ein Ort, an dem Fahrräder mit verdächtig billigen Preisen verkauft werden. In Berlin werden diese ganzen vielen Fahrräder geklaut, die werden auf Märkten verkauft. Wir gehen mit versteckter Kamera zur Brücke. Hier wollen Hehler oft das schnelle Geld machen. Meine persönliche Vermutung ist, dass es sich Leute handelt, die Räder klauen, die relativ schlecht abgeschlossen sind, die hier dann im Sommer oder auch am Wochenende relativ schnell wieder unter die Leute gebracht werden. Und das auch heute. Trotz Regen bietet uns ein Händler ein hochwertiges Damenrad an. Hey, hallo. Hallo. Was willst du für das Fahrrad haben? Für das Fahrrad? 65 Euro. 65? Okay. Das ist ein Alurad. Ja. Mit schwarzem Carbon. Wo? Was ist Carbon? Hier der Lenker. Von wem ist das? Weil das ist ja nicht dein Rad, oder? Also von jemandem vorher wäre. Das habe ich gekauft und verkauf's jetzt wieder. Ah, okay. Man hört ja immer in Berlin, dass viele Räder hier geklaut werden oder so. Ist das sauber? Nein, das ist nicht geklaut. Nein? Ich habe das von einem Italiener gekauft. Der ist wieder zurückgezogen in sein Heimatland. Mhm. Ah, okay. Ah, du hast es aufgegeben. Der wollte es loswerden. Ja, der konnte es nicht mitnehmen. Okay. Aber hast du irgendwie von dem Beleg, dass du das verkauft hast? Nö. Keinen? Nö. Okay. Das ist ein gutes Rad, auch der Sattel ist viel wert. Ja, der Sattel alleine kostet ja schon so viel. Ja, das ist ein gutes Rad. Kannst du uns das denn echt versichern, dass das nicht geklaut ist, das Rad? Ja. Also hast du von dem Käufer, also von dem du es gekauft hast, hast du ein Foto oder was? Oder du gibst uns deinen Ausweis? Ja, genau. Wenn ich das jetzt kaufe und
Du sagst, es ist jetzt nicht geklaut, es ist aber geklaut. Was mache ich dann, wenn die Polizei mich anhält? Sage ich, hier, ist das von dir gekauft? Genau so. Okay, gut, vielleicht bis gleich. Das uns angebotene Damenrad der Marke Ortler würde neu 760 Euro kosten. Der Mann wollte aber nur 65 dafür haben. Höchst verdächtig. Der Rahmen war relativ unverbraucht. Wir hatten neuwertige Nabendynamo-Nabe vorne. Wir hatten einen hochwertigen Brooks-Sattel. Wir hatten diese Kindersitzhalterung. Also diese Teile, wenn ich sie im Laden kaufe, dann sind die schon mal deutlich mehr wert als die 65 Euro. Der Preis, zu dem es angeboten wurde, war, sagen wir mal, ein Schläppchen, das fast zu gut ist, um wahr zu sein. Ich würde immer abraten, ein Fahrrad in so einer Situation zu kaufen, als dann im Zweifelsfall als Gast dieser Stadt in eine Polizeikontrolle zu kommen und dann den ganzen Ärger am Hacken zu haben. Das kann ich niemandem empfehlen. Der Kauf eines offensichtlich gestohlenen Rades ist strafbar. Es drohen Geld- und Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Zurück zum Alexanderplatz. In den letzten 2 Stunden hat sich niemand für unser nagelneues 500 Euro teures Fahrrad interessiert. Bei Regen scheint Fahrraddiebstahl keine Konjunktur zu haben. Wir überlegen abzubrechen. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ändert sich die Lage. Ein Mann mit Rucksack und Kapuze tritt an unser Fahrrad heran. Aus der Hosentasche holt er eine Zange und beginnt, unser Schloss zu knacken. Der erste Versuch scheitert. Der Mann zieht jetzt aus der linken Hosentasche eine 2. Zange heraus. Wird das Schloss dem Angriff des Seitenschneiders standhalten? Die Zeit läuft gegen den Dieb, denn grundsätzlich gilt die Regel, was sich nicht innerhalb von 3 Minuten knacken lässt, lassen Diebe stehen. 35 Sekunden. In aller Seelenruhe versucht unser Dieb, das Spiralschloss zu durchtrennen. Die Anwesenheit der Passanten scheint ihn nicht im geringsten zu stören. Und keinem fällt auf, dass hier gerade ein Diebstahl im Gange ist. 50 Sekunden. Das Schloss hält noch. Der Mann hantiert seelenruhig weiter. Auch unsere Kamera fällt ihm nicht auf. 1 Minute. Der Dieb schaut sich kurz um, ob jemand etwas bemerkt. 1:10. Noch immer arbeitet der Täter. Dabei gehen Passanten in weniger als 1 Meter Abstand an ihm vorbei. 1:25. Das Schloss ist geknackt. Eiskalt packt es der Mann auf den Gepäckträger. Und dann taucht er im Berliner Regenchaos unter. Wird unser GPS-Gerät anschlagen? Fokus-TV-Reporter Erik von Niesen empfängt ein Signal und nimmt sofort die Verfolgung auf. So, jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen. Standort ist lokalisiert. So, also momentan hat er sich durch die Stadt geschlängelt, Gedenkstätte Berlin abgebogen, Hauptbahnhof, und ist jetzt in Moabit laut unserer App. Und er ist in der Wittstockstraße. So, da ist er gerade. Da hat er eine Pause eingelegt. Momentan bewegt sich nicht. Okay, dann fahren wir mal dahin und schauen, ob wir möglicherweise da was finden. Der immer stärker werdende Regen erschwert die Verfolgung. Doch dank GPS-Tracker sehen wir genau, wo der Dieb gerade entlangradelt. Nur Augenkontakt haben wir keinen. Der Mann ist uns mehrere Straßen voraus. Dann kommt das Signal plötzlich zum Stillstand. Wenn wir jetzt hier unsere Position sehen, das heißt, wenn wir jetzt rechts der Straße folgen, der Ellen-Epstein-Straße, die fahren wir ungefähr relativ 2 Kilometer lang und dann müssen wir links abbiegen und dann müsste hier auf diesem Großmarktgelände eigentlich unser Fahrrad stehen. Eigentlich. Laut Signal hat sich der Standort unseres Rades jetzt seit 10 Minuten nicht verändert. Der Dieb ist wohl am Ziel angelangt. Bei einer GPS-Genauigkeit von bis zu 20 Metern könnte es aber sein, dass wir das Rad nicht sofort entdecken. Schätze, laut dem Plan muss das Fahrrad irgendwo auf der linken Seite sein. Fahren wir mal weiter, weiter, weiter. Gucken wir mal langsam. Also laut dessen müsste es hier jetzt irgendwo stehen. Tut es aber nicht. Haben wir es möglicherweise übersehen?
Vielleicht steht es auch hinter irgendwo an einem Baum gekettet, den wir jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen haben. Fahr noch mal ein Stück, ich steige dann gleich noch aus. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Umgebung abzusuchen. Ist natürlich abgeschlossen. Ja, wir suchen ein Fahrrad. Jetzt haben wir gerade die Chance hier rein. Wir dürfen mal kurz gucken, oder? Steht unser Rad irgendwo in dieser riesigen Wohnanlage? Hier sind auf jeden Fall jetzt mal Räder. Das ist vielleicht probiere ich es mal aus, wenn ich jetzt hier auf Finden drücke. Irgendwie vielleicht, es ist ja schon ein bisschen dunkel, vielleicht geht es ja mit dem Rot. Ja, also hier, ich drücke jetzt mal drauf, leuchtet irgendwo was rot. Hey, da ist es. Hey, schau. Hier, da ist unser Rad. Aber wir haben ein Problem, ist abgeschlossen. Das ist zwar jetzt nicht so dick abgeschlossen, aber zumindest schlauer angeschlossen. Ich kann es jetzt nicht wegtragen. Das Rad ist da, aber wo ist der Dieb? Hier wohnen mal eben 40 Leute, also ich kann ja jetzt nicht jeden rausklingeln. Für heute endet unsere Suche. Der nächste Tag. Laut GPS hat sich der Standort unseres Damenrads in den letzten 12 Stunden nicht verändert. Wir wollen schauen, ob es wirklich noch in dem Hinterhof steht. Okay, also da hinten steht's noch. Hey, haben wir echt Glück gehabt. Jetzt hat sich noch einer davor gestellt. Ja, es ist immer noch hier. Abgeschlossen ist es immer noch. Das Problem ist, ich kann es ja jetzt nicht einfach zurückklauen. Also da mache ich mich bestimmt strafbar. Also ich glaube, ich rufe jetzt erstmal die Polizei an und frage mal, was jetzt wir machen sollen. Weil so kann ich es nicht mitnehmen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Notruf der Berliner Polizei, hallo? Ich habe eine Frage. Mir wurde ein Fahrrad geklaut. An wen muss ich mich denn jetzt wenden? Wenn Sie noch Unterlagen, Rahmennummer oder sowas haben, dann melden Sie sich über das Online-Portal der Berliner Polizei oder gehen zu einem Polizeiabschnitt Ihrer Wahl in Berlin und erstatten dort die Anzeige. Okay. Ich hatte so einen GPS-Tracker eingebaut bei dem Fahrrad. Und wir haben den jetzt nachverfolgen können und stehen jetzt genau am geklauten Fahrrad, was aber jetzt abgeschlossen ist. Können Sie da vielleicht... Also Sie haben es jetzt schon wieder gefunden? Ich habe es wieder gefunden. Es ist mir am Alex geklaut worden. Und es steht jetzt im Hinterhof in der Siemensstraße in Moabit. Können Sie da jemand... Sie stehen jetzt genau davor? Ich stehe genau davor. Ja. Haben Sie denn irgendwas dabei, das beweist, dass es Ihres ist? Ja. Gut, ich schicke Ihnen jemanden. Danke, ciao. Okay, also schicken wir ihn vorbei. Ist schon mal was. Wie lange es dauert, wissen wir nicht. Mal schauen. 5 Minuten später. Wir erklären der eingetroffenen Streife unseren Fall. Bevor die Beamten aktiv werden, müssen wir einen Nachweis über den Besitz erbringen. Naja, ich hätte jetzt nur, wie gesagt, ich kann Ihnen die E-Mail noch zeigen, aber das nützt jetzt auch nichts. Also wie gesagt, das ist für den Sachbearbeiter dann interessant, dass da dann irgendwas in Schriftform vorliegt, dass das Fahrrad halt zu der Redaktion gehört oder wie auch immer. Naja, genau. Erst jetzt schreitet die Polizei mit einem Bolzenschneider zur Tat. Mit geringstem Kraftaufwand knackt der Polizist das Schloss. Mitnehmen dürfen wir das Rad jetzt aber leider nicht. Denn zur Beweissicherung wird es in die Verwahrstelle der naheliegenden Inspektion 33 gebracht. Erst wenn wir mit Kaufbelegen oder Quittungen nachweisen können, dass das Rad uns gehört, dürfen wir es abholen. Und was ist mit dem Dieb? Die Polizei will Ermittlungen aufnehmen, aber die Aussichten sind gering, dass der Delinquent identifiziert und gefasst werden kann. Von Berlin zurück nach Hamburg. Die Kollegen der Soko Fahrrad bereiten sich auf ihren nächsten Einsatz vor. Viele der in der Hansestadt gestohlenen Räder werden auf Flohmärkten verkauft. Und das versucht die Polizei zu verhindern. Also die Planung ist jetzt so, dass wir als Team von Arbeitsrädern den Flohmarkt Bahnfeld aufsuchen. Wir werden den Flohmarkt bestreifen in dem Sinne. Lass uns mal überraschen, mal sehen, was da heute so los ist. Schauen. Bei früheren Kontrollen auf dem Markt hat die Soko schon häufiger gestohlene Räder sichergestellt. Da Frank Fürst bei einigen Händlern schon bekannt ist, entscheidet er sich heute für ein verdecktes Vorgehen. Wir trennen uns dann, ihr beide geht einmal dann links rum um den Markt und wir im Grunde genommen geradeaus und dann praktisch rechts im Bogen und dann schauen wir erstmal, was die Lage da so hergibt.
Und wie oft finden solche Kontrollen statt? Wir versuchen so im Schnitt im Monat ein- bis zweimal den Flohmarkt hier aufzusuchen. In dem Sinne, es gibt ja nicht nur den hier, wir bedienen auch noch andere. 17.500 Räder wurden in Hamburg im letzten Jahr gestohlen. Bei einer Aufklärungsrate von knapp unter 4% sind Frank Fürst und seine Truppe gefordert. In Zweierteams verschaffen sich die Polizisten zunächst einen Überblick über das Angebot auf dem Markt. Ins Visier der Fahnder geraten dabei hochwertige Räder wie diese Exemplare. Doch die Beamten halten sich taktisch noch zurück. Welcher Stand gleich kontrolliert werden soll, wird draußen vor dem Markt besprochen. Wir gehen jetzt offensiv ran an den Verkäufer, werden uns vorstellen und werden sagen, in dem Sinne, wir würden die Fahrräder jetzt in dem Sinne mal kontrollieren wollen. So. In der Regel haben wir hier damit aber auch keine Probleme, als dass jetzt jemand das ablockt oder sowas. So, und dann wird man natürlich auch feststellen, oh, die Polizei ist da. Das wird man aufgrund der ersten Kontrolle hier vorne wahrscheinlich eh schon mitbekommen haben. Um zu vermeiden, dass sich die Kontrolle auf dem Markt herumspricht, schreitet der Hauptkommissar jetzt sofort zur Tat. Schönen guten Tag. Guten Tag. Die Polizei. Guten Tag. Wir wollen mal die Fahrräder angucken. Natürlich. Ja, machen wir. Kein Problem. Wunderbar. Gut. Also wir haben keine Diebstähle, Fahrräder und gar nichts. Wunderbar. Das Nummer. KR3D. Diese Kürzel auch. Mitunter geben dann die Anzeigenden auch nur so ein Kürzel mal an. Und dann haben wir ja immer noch die Beschreibung vom Rad. Das ist diese Fahrer. Ja. Sehen Sie, ne? Und das haben Sie hier gekauft. Mit Adresse, Telefonnummer. Ist der Mann noch hier? Ja, er ist hier. Ne, ist das Sicherheit, oder? Das ist in Ordnung. Trotzdem, selbst wenn Sie den Personalausweis fotografieren, so ein Fahrrad, aber hören Sie mir mal zu, wenn so ein Fahrrad 20 Euro kostet, dann müssen Sie sich selbst fragen, wie kann das sein, dass der mir ein Fahrrad so günstig verkaufen kann? Ja. Bedeutet, wenn Sie so ein Fahrrad kaufen, nicht wissen, dass das gestohlen ist, aber trotzdem wir erkennen, das ist gestohlen, diese Seriennummer ist in der Fahndung, dann nehmen wir Ihnen das ab und dann müssen wir eventuell trotzdem wegen Hehlerei gegen Sie ermitteln. Während sich der Händler kooperativ gibt, notiert sich Frank Fürst weitere Rahmennummern. Der Preis für dieses Mountainbike kommt ihm verdächtig niedrig vor. Also der junge Mann, ne, würde 20 bis 25 Euro dafür ausgeben, für ein Fahrrad, was sagen wir mal vielleicht 100, 150 Euro dann eher wert ist, mit 20 Euro ist schon merkwürdig. Ne? Also da sollte man dann doch schon ja, die Bauchlage sprechen lassen und von dem Erwerb ablassen. Zum Abgleich der Fahrgestellnummern ruft Frank Fürst nun seine Kollegin in der Zentrale an. Sie schickt die Anfrage durch die Datenbank. Die Nummer lautet 401214. Dann nehmen wir noch ein B davor. Ist das Rad gestohlen? Kein Treffer. Kein Treffer. Und dann nehme ich noch eine Nummer. 401. Frank Fürst bleibt hartnäckig. 214. Denn augenscheinlich passt an diesem Stand einiges nicht zusammen. Kein Treffer. Okay, auch negativ. So, das war's. Kein Treffer auf keines der Räder, obwohl man jetzt meinen könnte. Hier ist was Sicheres bei, weil sieht relativ gut aus und neuwertig, wird ja bestimmt angezeigt, ist aber nicht so. Also hier ist alles gut. Das werden wir dem Herrn jetzt auch hier so sagen, dass er die Räder verkaufen kann. Ist okay. Alles gut. Wir haben Sie dann. Gut, gut. Tschüss. Unverrichteter Dinge zieht die Soko Fahrrad zum nächsten Flohmarktstand. Doch wie sichern Radfahrer ihre Räder im Alltag? Das will Fachjournalist Sebastian Böhm im folgenden Test herausfinden. Wir sind hier in einer typischen Alltagssituation. Supermarkt, die Leute kommen, haben Alltagsstress, stellen ihr Rad schnell ab, schließen es nur ungenügend an. Wir werden versuchen, eins wegzunehmen und schauen wir mal die Reaktion der Leute, was sie darauf sagen, wenn ihr Rad nicht mehr da ist. Sind Biker wirklich so leichtsinnig? Wir filmen mit versteckter Kamera. Nach 5 Minuten erscheint dieser Kandidat, der sein Rad mit einem windigen Schloss abschließt. Entschuldigung, haben Sie, dass das Rad so sicher abgestellt ist? Sicher, das passt schon. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Nachdem der Besitzer im Markt verschwunden ist, trägt der Experte nun das mehrere tausend Euro teure Bike außer Sichtweite um die Ecke. Zugegeben, der Test ist etwas gemein.
Aber wie wird der Besitzer reagieren? Nach wenigen Minuten kehrt der Mann, hinten im blauen Sportshirt, zurück. Nervös sucht er nach seinem Fahrrad. Fahrrad weg? Ja, wo ist es denn? Ja, eben stand es doch noch hier. Ja, deswegen habe ich auch kurz gefragt, weil es war natürlich schlecht abgestellt. Ja, ja. Wir hätten ja die Möglichkeit, hier auch das Fahrrad anzusperren. Sperrt es immer so ab, da ist noch nie was weggekommen. Wie viel kostet das Fahrrad ungefähr, wenn ich fragen darf? Ja, das ist sehr teuer. Das waren jetzt bestimmt 3000 Euro. Haben Sie gesehen, wer das weggetragen hat? Wir haben es natürlich weggetan. Also es steht hier ums Eck. Boah. Wir wollten natürlich die Reaktion sehen, was passiert, wie Sie darauf reagieren. Ne? Also ist nichts passiert. Puh, Gänsehaut. Nur die Ruhe. Viel Spaß beim Fahrradfahren. Ja, danke. Glück für den Mann, dass das nur ein Test war. Richtige Diebe wären mit dem teuren Rad schon längst über alle Berge. Sebastian Böhm testet weiter und ist überrascht, wie naiv Radler mit ihrem Eigentum umgehen. Sie machen es ihm wirklich leicht. Rad für Rad kann er um die Ecke tragen. Doch dann passiert etwas, mit dem selbst er nicht gerechnet hat. Zwei Jugendliche lassen ihre teuren Bikes völlig unverschlossen zurück. Krasse Aktion jetzt gerade. Zwei junge Burschen stellen Räder im Wert von 4000 Euro in die Abstellanlage rein und schließen es weder ab noch an. Leichtes Spiel für den Experten. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass ich diese zwei Minuten nicht investiere. Da hat es natürlich der Dieb elendig leicht, fährt einfach davon, ohne das Werkzeug überhaupt ausgepackt zu haben. Das ist einfach schlicht dumm. Fünf Minuten später. Ahnungslos kehren die zwei Jungs von ihrem Einkauf zurück. Wieso sind sie nicht mehr da? Weil wir sie nicht angesperrt haben. Boah. Könnte sein. Warum? Weil wir nur ganz schnell rein wollten. Wir wollten nur ganz schnell was zu trinken. Ganz schnell rein, ganz schnell weg, oder wie? Genau. Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt. Und jetzt? Ja, wir machen hier gerade einen Test fürs Fernsehen. Gehen wir mal kurz um den LKW rum hier. Jetzt wird die Situation aufgelöst. Voilà! Was lernt man daraus? Leicht in Zukunft ansperren. Und also ab und ansperren, weil ihr habt es ja richtig abgestellt eigentlich in der Absperranlage. Ja. Ihr habt auch Schlösser dran. Nur ein Schloss vielleicht noch im Rahmen und um die Absperranlage hin. Ja. Na, weil dann, ich glaube, euch ist schon mal das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht, ja, so, wenn ich den Gesichtsausdruck so gesehen habe. Merke, das beste Schloss nutzt nichts, wenn man es nicht richtig abschließt. Zurück nach Hamburg. Die Soko-Fahrrad der Polizei ist auf dem Flohmarkt Bahrenfeld weiter auf der Suche nach gestohlenen Rädern. Jetzt haben die Beamten in Zivil diesen Stand im Visier. Moin, die Polizei, wir wollen die Fahrräder mal kontrollieren. Kein Problem. Ja? Habt ihr die Nummer auch schon, oder? Ah, das ist ja sehr schön. Wir haben eine Codierung. Nimmst du auf? Ich geb's dir durch. Die Codierung ist im Grunde genommen das Nummernschild eines Fahrrades. Das ist für uns in dem Sinne das Schönste, was es gibt. Das propagieren wir hier in Hamburg ohne Ende, dass die Eigentümer ihre Fahrräder codieren lassen sollen, weil eben die Rahmennummern nicht so individuell sind, wie wir es gerne hätten. Aber eine Codierungsnummer in dem Sinne ist es. Hier hat jemand versucht, den Code zu entfernen. Das erscheint Hauptkommissar Frank Fürst verdächtig. Zum Abgleich überprüft er deshalb die eingestanzte Rahmennummer. Dann haben wir das nämlich zusätzlich auch. Der Händler bleibt gelassen. Zur Überraschung aller zaubert er plötzlich einen Beleg aus der Tasche. Ich habe Papiere von dem Rad. Von dem? Ja. Kannst du mal holen? Ja, das ist gut. Ich habe das vom Hausmeister gekriegt für die Räder. Da steht mein Name. Die sind nicht geklaut, das können Sie überprüfen. Ja, genau. Also wir überprüfen. Zwei Jahre. Ja, ja. Wir überprüfen das jetzt, weil das hier zum Mal auch kodiert ist, ne? Ja. Jo.
Ist der Beleg echt? Frank Fürst hat sich schon viele Ausreden angehört. Der Abgleich der Nummer soll Klarheit bringen. Kein Treffer. Okay, negativ. Notwendig für uns ist eine Anzeige. Und die haben wir jetzt nicht vorliegen. Also da ist nichts in der Sachverhandlung, weder die Kodierung noch die Rahmennummer. Also es ist die Suche der Nadel im Heuhaufen. Genauso ist das. Und wir sind darauf angewiesen, dass die Leute hier eine Anzeige erstatten. Das merkt man dann gerade bei solchen Überprüfungen immer wieder, ne? Genau das ist das Problem. Kein Treffer bedeutet, dass ein Rad nicht als gestohlen gemeldet wurde. Es kann trotzdem geklaut sein, aber das lässt sich eben nicht beweisen. Beim Verlassen des Flohmarktes bemerkt die Soko zwei Männer, die sich verdächtig verhalten. Noch einmal wird der Fahndungscomputer abgefragt. Doch auch hier Fehlanzeige. War das jetzt eine Situation, die war schon ein bisschen komisch, dass die Jungs ihre Fahrräder jetzt hier vorne abgeschlossen haben? Ja, also in dem Sinne, von Weitem sah es so aus, als wenn die dabei wären, Verkauf abzuschließen. Dem war aber gar nicht so. Also er hat sein Fahrrad hier einfach nur abgeschlossen. Und genau deshalb kommen Frank Fürst auch die nächsten beiden Räder verdächtig vor. Also dass wir das jetzt noch mal kontrollieren vor dem Hintergrund, dass hier zwei Fahrräder zusammen angeschlossen sind. Typische Bunkerbildung in dem Sinne, nennen wir das mal so. Ob das in diesem Falle tatsächlich so ist, manche sichern ihre Fahrräder ja auch so, aber oftmals werden die dann so hingestellt, um sie nachher auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Doch auch das lässt sich bei diesen zwei Fahrrädern letztlich nicht beweisen. 280 Kilometer südwestlich nach Münster. Hier heißt es heute, des einen Leid ist des anderen Freud. In der Fund-Fahrradstation lagern nämlich rund 1000 herrenlose Räder, darunter viel Diebesgut, sichergestellt von der Polizei. Und einmal im Quartal bringt die Stadt Drahtesel aus diesem Bestand bei einer Versteigerung unters Volk. Anders als bei einer normalen Auktion ist hier einiges zu beachten. Die Fahrräder müssen mindestens ein halbes Jahr hier stehen bleiben. In der Zeit kann sich der Eigentümer hier melden. Nach dem halben Jahr geht das in Eigentum der Stadt über. Und dann werden sie versteigert? Dann werden sie versteigert. Und was passiert mit dem Geld der Versteigerung? Das kommt auf so ein Konto, das muss 3 Jahre liegen bleiben. Falls sich doch noch ein Besitzer meldet, dann kriegt er die Versteigerungssumme. In der Regel sind das pro Versteigerung mehrere tausend Euro. 40 Räder kommen heute unter den Hammer. Im Rahmen des Aktionstages Fahrrad beginnt gleich die Versteigerung auf einer Bühne. Direkt in der Münsteraner Altstadt. Jetzt warten wir, dass die Fläche frei ist. Dann Fahrräder da hinten hinkommen, dann werden die geordnet. Dann werden unsere Quittungen, die wir schon vorher im Vorhinein ausgedruckt haben, und noch der Betrag eingegeben werden muss. Und danach werden die dann hochgeschoben auf die Bühne und dann werden die so verkauft. Trotz des schlechten Wetters sind schon Interessenten da. Auch Familienvater Markus Tenbrink begutachtet einige Räder. Heute will er für seine Tochter günstig ein neues erstehen. Der jungen Dame wurde vor kurzem Zeit eines geklaut. Und so viel Geld hat man heutzutage auch nicht. Und da kommt das gerade recht. Okay. Das heißt, was würden Sie investieren für so ein Rad? Kommt drauf an. 100, 120. Aber dann müsste es so allmählich am Ende sein. Okay. Haben Sie schon Favoriten ausgewählt? Zwei Stück. Zwei Stück. Okay, also Sie erhöhen die Chancen damit. Ja, die Dame sagte gerade, fängt so ab 40 an und dann in 10 Euro Schritten nach oben. Schauen wir mal. Vielleicht kann man heute bei dem Wetter ja ein Schnäppchen machen. Wenn Platzregen kommt, kann man Glück haben. Darauf spekulieren wohl heute viele Münsteraner. Dass die Stadt bundesweit in der Klaustatistik bei Rädern auf Platz 1 liegt, ärgert Oberbürgermeister Markus Lewe. Es ist schon so, dass da, wo viel Fahrrad gefahren wird, offenbar auch leider einige meinen, wenn ein Fahrrad irgendwo rumsteht, das könnte man sich einfach mitnehmen. Das ist leider so, dass man doch sein Rad ganz schön absichern muss. Und es gibt natürlich auch eine Reihe an teuren Rädern, die gerne gefahren werden. Die muss man natürlich schon in besonderer Weise absichern. Es geht oft im Kern darum, wegen der schwierigen Ermittlungsquoten vor allen Dingen Präventionsaufklärung zu leisten. Neben der hohen Unfallstatistik sind das die beiden Nebenerscheinungen, die eben eine Fahrradstadt nach sich zieht. 11 Uhr. Der Platz vor der Bühne füllt sich zunehmend. Die Bieterkarten finden reißenden Absatz. Als erstes wird ein Kinder-BMX-Rad versteigert. Startpreis wie bei allen Rädern 10 Euro. 10 sind geboten, 15, 20. Du willst das haben? Hier, komm mal hoch. Komm mal hoch. 20 Euro sind geboten. Setz dich mal drauf.
Aber Sie müssten jetzt sagen 30 Euro, dann ist das okay. 25, jemand mehr als 30 Euro? Was haben Sie gesagt? 35, 35 Euro. 50 Euro. Zum Ersten, zum Zweiten und, das ist dein Rad jetzt, 50 Euro hat dein Papa dafür ausgegeben. Ist das okay? Guck, so machen wir einen kleinen Jungen auch noch glücklich und der Papa hat alles gegeben. Münster ist in Bieterlaune. Im Minutentakt wechseln Damen- und Herrenräder den Besitzer. Wer sich auskennt, kann bei Markenbikes echte Schnäppchen machen. 160 Euro, 170, 180. Ein fast neues Kalkoffrad für 280 Euro. Schnäppchen? Das ist ein absolutes Schnäppchen. Also das kostet neu im Laden irgendwas um die 1.000, 1.200 Euro. Also das kann man gut machen. Und ich kenne mich einigermaßen mit Fahrrädern auf. Jetzt gehe ich nochmal dran und repariere das. Und, ja. Haben Sie denn Bedarf? Ist Ihnen schon mal hier was geklaut worden? Bedarf habe ich nicht. Ich habe mehr als genug Räder. Aber ich mache die halt fertig und dann versorge ich die ganzen Studenten hier in Münster mit den Rädern. Okay. Unterdessen steigt die Spannung bei Markus Tenbrink. Das nächste Damenrad will er für seine Tochter ersteigern. Um Mitbieter abzuschrecken, steigt er sofort hoch ein. 100 Euro sind geboten. So, geht doch. 110? 120? 130? 140? Ganz schnell, verkauft an Sie für 140 Euro. Glückwunsch. Geschafft. Und das mit einer ganz einfachen Taktik. Das war spannend, ja. Was bringst du da? Ich denke, schnell hochgehen, dann schockt es ein bisschen. Jack Russell. Und das ist die Nummer 4318. 140 Euro für ein Damenfahrrad. Vater Markus hofft, dass sich die Investition lohnt und dieses Rad nun lange im Besitz seiner Tochter bleibt.